das riesengroße Tor zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Es gibt einen hier, der sich heute stoßen wird da vielleicht, und dann gibt es einen, der sich nicht stößt. Ich bin der sich nicht stößt, und mein heutiger Gast ist Piotr. Juhu! Hallo. Hallo Piotr. Wir laufen mit Piotrs Familie so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt. Also wenn ihr die ganze Zeit so kleine Englein durchs Bild sausen seht, das sind deine Töchter. Und die hübsche Frau ist deine hübsche Frau. Was? Die hübsche Frau ist deine hübsche Frau. Ja, natürlich. Wie ist das? Wie viel Geld hast du einstecken, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich muss viel für Kinder von dieser Karusselle jetzt. Ist das erste Mal, Weihnachtsmarkt jetzt mit den Kindern? Nein, ich war schon letztes Jahr, 2-3 Mal. Ich war auch gestern, aber kurz vor Anfang. So. Bevor der Eröffnung? Ja, vor der Eröffnung, ja. Kann man doch heute mal alles nachholen, ja, oder sowas. Heute, ja. Aber ich meine, das ist jetzt so ein Bereich, da muss man schon mal aufpassen. Oh. Da muss man jetzt schon mal aufpassen, dass sie nicht runterfallen, weil das ist ja eine gefährliche Höhe. Ich habe starke Hände, meine Wade ist verletzt, aber Hände sind gut. Deine Wade ist verletzt. Also pass auf, ich habe jetzt schon angekündigt, wir haben eine Kategorie, die heißt Gruß vom Trainer. Ha? Also hast du dich vorbereitet? Weißt du, was das ist? Nee, ich habe keine Ahnung. Vor jedem Interview telefoniere ich mit Bennett Wiegert und der hat für jeden Spieler dann einen speziellen Gruß. Oh, danke. Ich fände es ja eigentlich ganz lustig, wenn deine Frau dabei ist, aber weil ich soll dich von Bennett Wiegert fragen, ob du denn vielleicht sein Tanzlehrer werden wollen würdest. Ja. Nicht Tanzlehrer, aber das wir haben im Blut, wir immer tanzen zusammen. Meine Frau, ich, meine Tochter beide. Jetzt wir waren auch in der Movement-Tanzschule. Und nächste Woche Sarah, unsere Tochter. Ja, aber das Problem ist auch. Das Problem ist, ich glaube, Bennett wollte das als Spaß verstanden wissen. Ich glaube, ja, aber ich tanze immer. Ja. Wie tanzt du so? Also wie sieht das aus? Ja, normal, das ist immer mit Spaß. Okay, und wie ist er? Ach so, echt? Ja, das ist so. So tanzt du dann auch auf der Weihnachtsfeier, oder was? Ich tanze immer. Weil er wollte nämlich wissen, ob du dich selbst für einen guten Tänzer hältst. Ja, ich bin Tänzer, König. Hier, das kannst du ruhig mal in die Kamera reinsagen. Ich war immer in alle Maschen, ich bin König von der Dancefloor. Wirklich? Ja. Wie ist das überhaupt bei jetzt in der Adventszeit und so zu Hause? Habt ihr auch einen Kranz mit 4 Kerzen und sowas, wie es hier in Deutschland gibt? Meine Frau macht das alleine. So, sie hat jetzt Weihnachtsbaum von Holz gebaut. Das ist von jeden Tag etwas. Keine Süßigkeit, aber das ist etwas für Kinder und jeden Tag sie nach Frühstück kommen und dann ist ein kleines Geschenk. Der Adventskalender. Adventskalender. Du kriegst keinen. Ja, ich manchmal kriegst etwas auch, aber das ist mehr für Kinder als für mich. Hier geht los. Ja, geh mit dir. Wollen wir zusammenfahren? Ja, fahren wir alle. Wo soll ich denn hin? Da waren wir bei ihm mit hinten. Oh. Oder Piotr, wir setzen uns hier hin. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so. Hast du das? Er hat gerade gesagt, das ist nicht so schön. Ich war zwischen deinen Beinen, ja. So Jungs, passt da rein, ja? Ich hab kein Problem. Annie, hör auf, Piotr. Mir wird ja schwindelig bei sowas. Ja, ist gut. Mir wird schwindelig. Wer ist denn eigentlich bei euch zu Hause der bessere Autofahrer? Ich, natürlich. Sagst du das? ich kann kein Interview machen, wenn du mich so willst. Sag mal, und noch was anderes, so als Profisportler, hast du so Hobbys, die eigentlich verboten sind? So Skifahren und Skateboarden und sowas? Ja, ich habe ein paar Mal Skifahren, aber das war, wenn ich war richtig jung. Aber dann nicht so. Ich mache immer kleine Sachen, wie alle diese Karusselle. Wenn ich war einmal mit meiner Frau in der Universal Studios in Orlando. Dadurch war wirklich Spaß. Das ist Karusselle für Erwachsene. Also richtig so Achterbahnen. Das war überall gut. Und Skateboard oder sowas? Ist das was für dich? Nein, ich habe nicht probiert. Ich bin ganz gut in fast alle Sporte, aber nicht in
nicht Ski. Also alles, was mit Skifahren und mit Brettern und sowas zu tun hat. Mit diesem Platz ist halt also eine neben alle Zentren. Ja. Ja, das ist klar, das ist so schlecht. Okay. Dass mir jetzt richtig schlecht wird in dem Karussell, ist echt übel. Ja. Das ist wirklich nicht, das Pjot, mach nicht, ich muss noch arbeiten. Da ist mir der ganze Tag, geht mir dann verloren. Der lacht sich tot, der blöde Kameramann. Und sag mal, zu Hause? Oh Gott, darf ich jetzt aufstehen? Oh, danke. Oh, wir bleiben auch noch hier stehen. Hurra! Ah, ich muss hier raus. Merke, fahr niemals sowas mit einem Profisportler, weil die müssen immer... Ihr müsst euch immer irgendwie messen, ja? Also, oder? Es ist doch alles Wettkampf. Wenn ihr so in der Gruppe unterwegs seid, ist doch alles um die Wette immer. Ich habe noch nichts Abendessen gegessen, so. Willst du eine Bratwurst essen? Oder lieber Grünkohl? Ich kann beide. Was hast du? Ich kann beide essen. Du kannst beides essen? Bist du eigentlich extrem viel mehr als normale Menschen? Was isst du so zum Abendbrot? Ja, meine Frau sagt, dass sie probieren einmal für zwei Tage kochen, aber das geht nie einmal gut. Dann wenn es mehr, dann ich esse nur weiter. Wenn es da ist, ist es weg. Also du isst das alles? Ja, was? Aber das war noch, wenn ich habe 22 Jahre. Ich war nach jedem Mittagessen, das war 4 Teller. Aber unglaublich. Große Teller. Also merkt ihr, wenn man immer auf isst, wird man auch groß. Also die Geschichte scheint zu stimmen. Wenn es bei euch Schnitzel gibt, isst du dann 2 oder 1 oder 3? Solange bis alles. Wir haben halb Kilo Fleisch, dann ich esse 350 und meine drei Mädchen dann alle andere. Los, komm, wir gehen mal hier in diese Hütte. Also wir hätten gerne 2 Portionen, einmal Grünkohl mit Kassler und du willst mit Borsten lieber? Nee. Auch mit Kassler. Auch mit Kassler. Bitte. Los, wir gehen mal hier an so ein Ding hier. Oder wollen wir uns hier. Haben Sie was dagegen? Achso, jetzt stehen Sie hier. Okay. Dürfen wir uns hier mit ranstellen? Selbstverständlich. Wie sind eigentlich mit deinen Kindern? Sprecht ihr zu Hause Deutsch, Polnisch oder wie redet ihr? Natürlich, wir sprechen Polnisch. Aber beide auch benutzen ein bisschen diese deutschen Worte von Kita. Also aufräumen, ja. Aufräumen. Aufräumen. Also sie können es sagen, aber sie machen es nicht. Ja. Hast du eine große Familie? Nein. Geschwister? Ja, ich habe nur Schwester. Ist sie auch so groß? Nicht so, sie hat 1,80 Meter. Sie ist ganz groß, aber nicht so groß. Auch Sportlerin? Ja. Sie ist, gute Zeit und viele Tore. Dankeschön. Das ist sehr nett. Wir haben neue Handballfans jetzt gewonnen. Ich bin erst in Magdeburg. Sie ist Architektin. Bitte? Architektin, sie ist Architektin. Ah, okay. Und habt ihr euch verstanden? Wie weit seid ihr auseinander? Ja, sie war 3,5 Jahre älter als ich. So, wenn wir haben gekämpft, das war bis 10 oder 12 Jahre, wenn sie war stärker als ich, dann war, und dann war Ruhe immer Spaß. Und dann war, wenn ich war... Mein Körper war schon besser, als ich gesagt habe, ich bin Frau. Ach so, so war das. Das ist ganz gut. Aber ihr seid schon gut miteinander gewesen. Ja, wir sind. Musstet ihr euch ein Zimmer teilen? Ja. Musstet ihr euch ein Zimmer teilen oder hattet ihr eins? Wir haben zusammen. Geteilt mit einem Mädchen ein Zimmer? Ja, wir haben zusammen einen Raum. Ui, ja. War das okay? Ja, war kein Problem. Ist sie ordentlicher oder du? Was ordentlicher, also mit Aufräumen, also dass alles an seinem Platz liegt und so. Ich denke, wir sind beide. Ich war sehr ordentlicher, wenn ich war Kind. Ich war wirklich klein, 3 oder 4 Jahre, das war unglaublich. Ich habe von Kita gekommen, ich habe immer meine Hände, Füße, alle waschen, alle. Wenn war auf meine Teller ein bisschen schmutzig oder war etwas grün, kann ich nicht mehr essen. Ne? Aber später, das geht, jetzt kann ich hiervon. Das war total 180% gerecht. In Danzig, das Einzige, was mir zu Danzig einfällt, ist das Goldwasser, was es da gibt. Warum Goldwasser? Goldwasser. Ich kann mich erinnern, dass es früher, also als ich noch klein war, da gab es immer so Danziger Goldwasser, hieß das. Das war Schnaps und da war unten Blattgold drin. Kennst du das überhaupt? Nein. Aber nicht probieren. Ich werde den Eindruck nicht los, dass sie uns verarscht haben. Da hat irgendwer einen ollen Schnaps in so eine Flasche gekippt, dann unten so ein bisschen goldglänzendes Zeug reingemacht und gesagt, das wäre Danziger Goldwasser. Das kennst du gar nicht. Nee. Vielleicht gibt es das gar nicht. Naja, vielleicht könnt ihr ja unten in die Kommentarbox reinschreiben,
ob es das wirklich gibt oder was die Geschichte dahinter ist, weil wenn nicht mal jemand, der 30 Kilometer von Danzig weg ist, das kennt, dann weiß ich ja gar nicht. Schrabeck, ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Viel Erfolg beim SC Magdeburg. Dankeschön. Ich meine, wer heute nicht gesehen hat, dass du ein exzellenter Familienvater bist. Ein großartiger Tänzer. Nochmal ein Gruß an Benno. Wir verabschieden uns jetzt erstmal redenderweise, aber ihr könnt noch zugucken, wie Schrabeck jetzt mit seinen Kindern Luftballons kaputt macht. Okay. Hab Spaß. Brauch. Los geht's. Machst du das noch mit? Trzymaj nogę tutaj. Trzy. A musisz puścić. No trzy, cztery, hop. O! Brawo! Dobra. No teraz ty rzuć, No masz też, ja to mam, no. Dobrze, brawo! Okay. So, vielen, vielen Dank. Bitte schön, einen schönen Abend. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Sara, pomachajcie. Tutaj do kamery też i do pani. Ciao. Pomachaj, Klara, no. Danke, auf.